Ja, erstmal müssen wir eine Blitzmission machen. Also wir müssen erstmal wieder alles suchen und zerstören. So. Hier ist mein Vorschlag. Wir rennen einfach nur da rein, machen die Mission und dann gehen wir wieder. Weil Proben sammeln müssen wir eigentlich nicht wirklich, ne? Jedenfalls nicht mehr die normalen und die seltenen, weil irgendwie kriegen wir ja nichts mehr hier freigeschaltet da. Also keiner am Ende noch so, oh, da hinten ist noch eine Fabrik, die mache ich mal kurz kaputt oder so, ne? Ja, Löcher, weiß was ich meine. Wir gehen einfach da rein, machen die Mission, dann gehen wir wieder nach Hause. Alles klar? Alles klar. Gut. So, dann muss ich. Dann nehme ich meine beiden Geschütze, schweres Geschütz, hast du gesagt. Aber die Insekten, die werden ja wohl nicht gepanzert sein, ne? Nee, die fliegenden Insekten, die sind nicht gepanzert. Das ist ganz interessant, das ist wieder dasselbe Thema. Die halten nicht viel aus, aber die kommen in einem großen Schwarm. Na super. Mal gucken, wie das. Die Reste von denen, die kann man zum Beispiel mit so was wie Raketenwerfer oder Quasarkanonen kaputt machen oder sogar mit dem Strike. Die sind nicht so gut zerstörbar wie Kampfschiffe. Ist so irgendwie zu nah an deinem Mikrofon oder so, das ist voll am Knacken hier die ganze Zeit. Okay. Na gut. So, versuchen wir mal unseren A-Game hier. Ja. Wie er abläuft. Wir müssen aber irgendwann die anderen Proben auch bekommen, die wir nennen. Ja. Ah. Und egal wie viel Zeit wir noch übrig haben, wir gehen einfach nach Hause, soweit wir die Mission. Obwohl, wir müssen ja eigentlich gar nicht nach Hause, wir müssen eigentlich nur die Mission erledigen. Alles klar. Ne? Ja, ist das so, oder? Ja, okay, gucken wir mal. Sind hier schon Gegner? Sind hier schon Gegner? Fürchten Sie weder Tod noch Tyrannei. Ich habe mich auch ein bisschen informiert. Ich habe irgendwie gehört, der Sprung von diesem Schwierigkeitsgrad zum nächsten ist auch nicht so hoch irgendwie anscheinend. Der Sprung hier ist halt nur ein bisschen höher, weil jetzt hier wieder neue Gegner und also was kommen. Ja. Aber das danach anscheinend irgendwie nicht so, was ich gehört habe. So, wir müssen einfach Löcher finden und zerstören. Alles klar. Alles klar, ich bin direkt hinter dir. Naja, versuchen wir unser Bestes. Also die haben diese fliegenden Viecher, ich weiß nicht, ob die hier kommen werden, die sind ja nicht in jeder Mission, aber die haben keine Distanzangriffe, die greifen in so Sturzflügen an hier. Also was hier? Sofort. Boah. Ja, störbar. Okay. Ja, da lebt noch. Warum? Ich habe ihn noch getroffen ins Gesicht. Was? War schon mit einem Schlag weg. Ah. Ich wollte auch voll den Helldive machen. Ja, mein Ding hat nichts getroffen anscheinend. Ja. Ja, aber ich habe nicht mein Ding getroffen mit meinen. Ja. So, ich brauche meine Sachen. Ja. Okay. Oh Gott, na gut. Das war ja nicht so schlimm bis jetzt. Nee. Ich hab's leider erwischt, ja, ja. Der Stimme hat mich genau getroffen im Gesicht. Ja. Die Mission ist irgendwie, wir bauen noch 5 seltene Proben irgendwie, ist die tägliche Mission irgendwie. Das ist ja nicht voll einfach eigentlich. So, hier sind glaube ich ganz viele Nester. Ja. Oh, mein Gasangriff, der ist ja schon wieder bereit, ja, sehr gut. Ja, irgendwie ist die Abdeckungszeit dabei erhöht, habe ich gelesen. Oh, geht hier, hier sind sehr viele. Wir benötigen ein Geschütz. Da ist auch ein Stürmer wieder da unten, nee. Ich werfe mal Gasangriff da unten rein. Wir benötigen ein Geschütz. Geschütz kommt. So. So, ein Nest habe ich mit dem Geschütz kaputt gemacht. So. Der ist aber noch nicht tot. Ich habe den eigentlich getroffen.
Na, ich komme auch. Ja, Leute. Da, du kannst dich mal erledigen. Also, wie viele Proben hier sind der? Na, der ist immer noch am Leben, das gibt's nicht. Nee, der ist kaputt, oder? Nee, ich meine nicht. Doch, er ist tot. Okay. So, einfach rein, einfach rein. Hab keine Granaten mehr. Okay. Oh Mann, oh Mann. So mal stehen, Mann. Okay. Kommt so klar. So. Okay. Ab nach Hause dann. So. Muss ich mal querung. Da geht in der Nähe. Oh, perfekt. Okay. 100 Meter. Dann gehen wir wieder. Da ist aber noch ein Nest irgendwie. Warte, wir haben noch nicht alle Nester hier kaputt gemacht. Egal. Okay. Egal. Wenn du das sagst, du bist da was. So. Na, seid in der Proben. Gut. Wenn wir die nach Hause bringen, haben wir die tägliche auch schon erledigt. Okay, der ist stehen geblieben. Ja. So, nach Hause. So, was? Was mein? Ja. So. Oh Gott, ich dachte, wir wären als Gegner, aber die haben sich nicht bewegt. Nein, ich kann nicht melee, wenn ich einen Strike in der Hand habe. Hab ich gerade gemerkt. Ich kann keinen Melee-Angriff machen, wenn ich irgendwas gerade werfen will. Ein Strike oder irgendwie sowas. Hab ich gemerkt. Sein oder oh, nice. Wo sind die Vorräte? Wo sind die Vorräte? Hier, hier. Mein Gott. Da. So. Nur ein bisschen Koordination klappt das doch. Wir sind hier. Oh Gott. Warum ist Dreck auf mich gefallen? Ich glaube, wir haben's. Wie lange dauert denn der? Dauert das länger? Kann gut sein, ja. Ankunftszeit -20 Sekunden. Verpisst euch. Gott. Hat noch nie so lange gedauert. Ja, das ist auch eine Blitzmission ja nur gewesen.
Irgendwie hat gleich abläuft. Okay. Nach Hause. Ich wollte noch einen Damm nach oben geben da drin, aber geht nicht. So, aber da war ja nur eine Mission. Jetzt haben wir noch zwei vor uns. Da müssen wir direkt einen Schwierigkeitsgrad höher gehen für die anderen Proben. Und da wird es dann schwieriger, weil wir dann noch überleben müssen. Überleben in diesem Schwierigkeitsgrad ist noch optional. Ja, wir haben auch keine fliegenden Viecher und so gesehen und so, ne? Ah, ein Stern. Und die tägliche Mission haben wir auch schon erledigt. Machen wir nur 5 seltene Proben. Was ein bisschen easy ist. Also einer von uns muss die 5 Proben haben. Aber glaube ich nicht, ne? Mal sehen, ne? Ich brauche noch irgendwie, ich glaube, wenn ich jetzt 15 kriege, dann brauche ich immer noch irgendwie nur so 5 oder 6 Medaillen, dann kann ich mir die weiße Rüstung endlich holen. Boah. Was ist denn für eine Pose? So, ja. Ich auch. Ach, ich war noch 4. Dann kann ich mir die weiße Rüstung, die genau den gleichen Effekt hat wie die jetzige. Na gut. So, was müssen wir jetzt machen? Shuttles, wichtige Dinge einzusammeln. Geostudie. Machen wir Geostudie. Oh Mann. Geostudie müssen wir eigentlich nur überleben, bis das Ding ja fertig ist, ne? So. Gott, so viel Rot. Geht zur Evakuierungszone. So, alles andere ignorieren. Wir gehen nur zu der Mission. Und dann haben wir wieder ab. So. So. Das war genau das gleiche, nur noch mal für eine längere Mission. Dann läuft alles perfekt. Bereit, Status umschalten. Expansionsministerium arbeitet unermüdlich daran, die Reichweite der Freiheit zu erweitern und sichert die wichtigen Ressourcen für Gedeihen unserer Gesellschaft. Das steht zwar da nicht mehr, weil das irgendwie bedeckt ist, aber ich nehme an, da steht Gesellschaft. Bei den anderen haben wir ja auch 2 Missionen geschafft, nur die dritte haben wir nicht geschafft. Ne? Bei den Robotern. Haben wir ja nur mit dem Luftschiffen nicht geschafft. Ja. Aber machbar, wir haben da recht, wir sind da scheiße angegangen, ja, oder? Nimm einen Debuff. Solange das auf dem Drop zum Teufel. Ja, wir haben ja irgendeinen Debuff, haben wir. Irgendwann ist es um 50% erhöht. Ich dachte Taktikausrüstung, aber irgendwie ist sie voll schnell wieder bereit. So. Was haben wir denn hier? Wir müssen den ganzen hier. Was ist das? Ich werde jetzt noch nicht ja, so. Dann, ich warte noch auf meine Kanone. Ja, ich stehe ja noch hier. Ja, gut, weil ich hab langsam. Gesehen, wenn du da weggegangen bist. So, bis jetzt ist es noch unglaublich ruhig. Ich werde mich ein bisschen beunruhigt, ganz ehrlich. Ich habe irgendwie erwartet, dass wir schon direkt überrannt werden. Ja, wir sind ja in der Evakuierungszone gewesen. Ja, schon irgendwas. Da vorne, vor uns ist in der Nähe ist ein Nest von Sandstil, nehme ich mal an. Lass mich da hoch. Ja, pass auf, ich glaube nicht, dass du da durchkommst. Na. Ja, irgendwann krabbeln. Ja, ja. So. Oh Gott, das, ach, das sind diese Giftspeier. Diese fetten Larven. Ja. So, wo genau ist das? Das ist genau hier vorne irgendwo. Also.
Ja, da ist er genau hier. Da ist er jetzt hier, okay, vor uns. Warum mich so langsam in den Bäumen? Gott, oh Gott. Oh Gott, na, der ist halt noch gerufen, ja. So, wow, die Felsen gehen ja kaputt. Okay, war. Na, da doch noch. So, müssen wir ja nochmal machen. Signal anfordern oder irgendwie sowas. Komm schon. Gott, jetzt schnell die Munition gleich aus. So, müssen wir ja machen. Seltene Probe gesammelt. Bodensende, Sir. Ja. Essentielle Taktikausrüstung verfügbar. Ach, das ist mein Geschütz. Ich dachte, da kann man sich hin. Stimmt. Okay. So. Von allen Seiten angegriffen werden, das stört mich ein bisschen eher. Hm. So, ich aktiviere das Ding, dann mach dich bereit. Ja, das Ding ist ja noch nicht so schwierig, oder? Oder doch? Ja. Können wir gleich die Geostudie ja machen müssen, das ist wahrscheinlich wieder, ne? So, geh weg. Und du auch. Okay, so, oh Gott. Ich will das Ding aktivieren. Gott, da sind viele. Hab ich gesehen. Ja, ja, ich geht schon. Na, ich will an der Terminal daran. Ja, Gott, ich hoffe, da ist weit genug entfernt. Das nicht wieder, na, das Gift jetzt bei dir, ich übernehme das Terminal. Ja. So, okay, sind wir fertig. Gleich. So. Nee, das haben wir irgendwie auch noch geschafft, ja. So. 200 Meter. Ja. So, hol dir noch ein paar Vorräte, falls du brauchst. Ja, genau, ja. Mein Arm ist Vorräte. Ja, ich hab's gehört. Ja, mein Arm! So, jetzt nur noch hier. Hier sind Gegner auf dem Weg, glaube ich. Das war überraschenderweise noch machbar. Ich bin ein bisschen überrascht, weil wir von den Robotern so auf die Fresse bekommen haben, ey. Da sind zwei Spucker auf die rechts da, aber. Ja, ich sehe es, ich sehe. Okay, mit dem Gewehr kriegt sie auch relativ schnell down. Finde ich gut. Wenn du auf den Kopf zielst, am Körper, da sind die halten die mehr aus an ihrem fetten Hinterteil. Ja. Komm. Da geht die auch irgendwann drauf, aber das dauert, bis sie explodieren. Nee, der Körper ist härter als der Kopf hier. So, wo sind wir? Okay, wir sind gleich da. Na ja. Ach, diese blöden Pflanzen, die verlangsamen mich die ganze Zeit. Ja, eine neue SpongeBob-Folge da, ne? Da geht's auch um. Ja, die Pioniersteine. Anscheinend, habe ich in den Kommentaren gelesen, machen die da öfters in den neuen Folgen hier Callbacks zu den alten Episoden hier. Ja. Weiß ich nichts von, ich guck die ja nicht. Ich auch nicht. Wie weit haben wir denn da? Okay, da sind zwei fette Spucker, sehe ich da. Ja, müssen. Ja, da müssen wir hin. Ja, ich nehme an, wir müssen da rein, ne? Ja. Vordere Orbitalschlag. Ja, bitte geschützt! Voll abgeprallt. Super. Okay.
Was da? Da sind sie schon alle tot. So, nicht zu mir hindrehen, nicht zu mir hindrehen. So. 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 Alles klar. Na, guck mal. Ich suche mal einen Ort, wo ich mal Geschütz platzieren kann. Wir benötigen ein Geschütz. Na, das ist die beste Wahl, nicht? So. Na los, na los. Mal einen Nachschub platzieren. Wo ist der Backdurchbruch? Ich sehe nichts. Da hinten. Magazin leer! So, mein Gott, die Bäume. Weiter. Oh, da oben. Aber, von da kommt auch. Oh, das ist ein Dicker, das ist ein Dicker, das ist ein Dicker. Und das ist noch ein Dicker, das ist noch ein Dicker. Ah. Warte. Geh weg. Okay. Magazin leer. Ah. Nein, warte. Oh, sehr gut. Und nach Hause. da lang. Okay. So. Okay. Das ging dann noch. Warte mal. Vorräte. Wo sind die? Ich brauche Muni. Ich habe welche. Ich habe okay. Natürlich kommt jetzt Musik. Okay, da war auch noch chillig. Ja, irgendwie schon. Ich habe schon schlimmer gesagt, wie Stufe 4 erlebt. Ja, wir konzentrieren uns ja auch nur auf unsere Mission gerade. Ne? Ja, ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Ich habe das schwieriger irgendwie erwartet jetzt. Ja. Nehmen wir an, Titan und sowas, der kommt jetzt auf Stufe 6, nehme ich mal an. Oder nicht? Ja, okay, ich mach von aus, ne? Was hat der 5, ne? Ja, das ist 5. Weil neue Einheiten gibt es nicht, weil sogar Einheiten dann, als die fliegenden Viecher, danach kommen wahrscheinlich halt die ganz großen Gegner, nicht nur die Stürmer und so. Ja, die sind ja eigentlich gesagt, die kriegen wir irgendwie relativ schnell irgendwie down, irgendwie, habe ich so ein Gefühl. Ja, aber alles auf Fokus. Ja, aber die kommen ja nicht alleine, ne? Also die kommen mit der ganzen anderen Armee, also... Ja. Evakuierung verfügbar. Aber ich bezweifle, dass er... Oh Mann, hier ist ein Stürmer. Ich bin da. Position. Alles klar. Hab was gefunden! Das ist meine. So. Okay. Was hat das? Eine Tür zum kaputt machen. Direkt hier. Markiere Position. Ich mach. So viel Zeit muss noch sein.
Ist ja gut, jetzt brauche ich noch zwei. Ja gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Das hat jetzt 2 Minuten oder ist das länger? Weil ich kann das Gefühl, vorhin war das irgendwie länger. Da habe ich auch irgendwie so gedacht. So, what? Also, sah so komisch aus hier. Verlassen. Jetzt 3 Minuten. Also 3 Minuten praktisch insgesamt, ja. Ah. Ja, bitte geschützt. Da kommen sie schon. Wir benötigen ein Geschütz. Ja, der kommt Verstärkung. Ankunftszeit T-2:30. Ja, bitte Luftunterstützung. Leitmagazin. Oh Gott. Geschützt, dreh dich um. Jetzt schießt er. Voll im Kiefer, der hat sich einfach nur gechillt. Boah. Irgendwie kommt er aber nicht zu uns hin. Ich hoffe, wir gehen nochmal geschützt. Jetzt kommt er, Daniel. Ist auf sein Bein. Ah! Was? Irgendwann hat mich umgebracht. Ich bin angezündet worden. Okay. Irgendwann hat mich angezündet. Alter. Oh Gott. Oh. Ja, ja, ich hab dich nicht gekillt. Schieß. Ja, ich hab da auch einen Raketenwerfer gerade auf den geschossen. Ich weiß nicht, was mich angezündet hat. Vielleicht meine Drohne. Irgendwann hat mich in Brand gesteckt, ey. Meine Güte. Soll ich meinen Raketenwerfer bei? Ich weiß nicht, was der... Da ist ein Stürmer. Oh, weg. Ich sehe nichts. Da gibt es nicht. Ich drück doch direkt ins Gesicht hier rein. Ja, schon mal ein Kratzer. Oh Gott. Ich muss alles nachladen. Ah. Ah, ich bin tot. Ja. Dun, 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 dun. Aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt wieder bleiben muss. Nur noch ein paar Sekunden. Boah, was? Gott, hier sind so viele dicke Gegner. Sind zu viele dicke Gegner gerade. Wo bist du? Ist mir nicht übel, aber ich hau ab. Ja, noch ein paar normale Proben gewesen, ey. Oh. So, jetzt müssen wir noch eine Mission schaffen. Und das ist irgendwas, was mir jetzt irgendwie nicht so viel sagt hier, was wir da machen müssen. Okay. Enttäuschender Dienst. So. Das sind 6 Dinger. Boah. Das sind Medaillenfarm hier. Ich weiß nicht, ach, das ist da wieder, wo wir das Shuttle hier tanken müssen oder so, was wir mal gemacht haben.
stand gerade von Shuttle Sachen ermitteln lassen. So, wir müssen. Wir müssen Sekundärziel, Primärziel, ne? Wir müssen immer erst zum Sekundärziel, ne? Ein riesigen E. Ja, wir müssen den Shuttle betanken. Oh Gott. Guck mal. Ne, die habe ich schon lange, aber ich habe mal gewechselt. Hat den gleichen Effekt wie die andere. Das könnte schwierig werden, weil das ganz schön lange dauert, das Ding zu betanken, ne? Ja. Mit wie viel Spritzen spawnst du, wenn du aus dem Pod kommst? Von 4. Ja. Weil, dann verstehe ich irgendwie die Platzoptimierung nicht. Felddamen sind vollständig mit Munition, Granaten und Spritzen ausgestattet, wenn sie aus ihren Hellpot treten. Wie viele Granaten hast du, wenn du spawnst? Ja, auch 4. Und Munition hast du auch voll? Weil ich weiß schon, ja. Was ist denn dann der Sinn von dem Ding, was? Ach so, deswegen. Ah. Das ist für das ganze Team, das ist nicht nur für dich der Bonus. Ah. Deswegen hast du alles voll. Deshalb kann man jeden Bonus nur einmal nehmen. Jeder kann nur einen Bonus nennen. Okay. Also hätten wir normal irgendwie nur 2 Spritzen oder irgendwie sowas. Ich hab 4. Ja, wegen mir, Alter. Wenn wir jetzt nicht das hätten, hätten wir irgendwie weniger. Weil sonst macht das ja keinen Sinn. Wenn sowieso alles voll ist, dann brauche ich doch nicht einen Skill nehmen, der alles voll macht. So. Ich nicht. Ja, hier in der Nähe. Wenn wir Glück haben, sehen die uns nicht. Hat da vorne, ja, ne? Ja, die sind unter uns. Wenn er da nicht hinrennt, dann sehen die uns vielleicht nicht. Irgendwo da in der Richtung sind die. Und da müssen wir nicht hin. Wir müssen zum Schall. Nein, sehe ich ein Loch, glaube ich, oder ist das was anderes? Ich ein Stürmer, glaube ich. Ja, da ist einer. Wer? Nördlich, 50 Meter. Was, ja. Aber wenn der Kopf zu dir gedreht ist. Der Kopf ist weg. Er ist tot, okay. Boah, okay. Der hat direkt Verstärkung hoch, okay. Magazin links! Da. Sagen, wo ist mein Geschütz? So, was müssen wir ja machen? Wir müssen erstmal das Terminal aktivieren, nehme ich mal an. Und wir müssen wieder hier so Pumpen aktivieren, hier so Pumpen drehen. Wo ist Terminal? Da ist Terminal. Ich habe nicht irgendwie so gecheckt, was du da gemacht hast beim letzten Mal. Ja, du musst das Terminal aktivieren und dann müssen wir hier so Pumpen drehen, um die zu aktivieren. So, was zum... Naja, was ich hier machen muss, Gott. Ja, du musst, dass die Energie zu den Pumpen läuft, der. Lokales Lager? Nee, ne? Muss ich ja meinen. Mein Gott. So, da. Transferstation. Ja. So, ja, jetzt sind ja 3 Dinger. Irgendwie. Ja, die müssen wir jetzt alle 3 aktivieren. Okay, hier. Okay. Einfach nach rechts drehen, ist das bis das Ding gelb leuchtet.
So. Ich bin am Terminal. Ja, okay. Ja, da ist ja noch, die Stadt mit dem Schall. Das ist ja erstmal, was wir davor machen müssen. So. Gut, da lief gut. So. So, jetzt das gleiche nochmal. Wir können es doch, wenn wir wollen. Ja, irgendwie schon. Das ist ja noch Übung, das ist ja nur eine Übung für den höheren Schwierigkeitsgrad, den wir danach machen werden. Ja. Da geht es mit den Proben sammeln wieder los. So. Eieiei. Aber wir haben noch genug Zeit, 35 Minuten, mein Gott. So, wie kommen wir denn darüber? Das ist wieder so ein Fluss da. Ja, aber da müssen wir ja nicht hin. Zum Glück. Ich habe gehört, bis Koop soll noch, also mit zwei Spielen soll noch bis zu, ich glaube, lebensmüde ist der Schwierigkeitsgrad, soll noch möglich sein. Ja, ich glaube, das ist Stufe 7 oder so. Ja. Wieso? Der eine heißt Suicide, ich glaube, das ist das. Ja. Ja, genau. So. Ich meine, es geht ja, aber das ist möglich. Ich habe schon welche, die spielen auch alleine auf Helldive, das habe ich auch schon gesehen. Also. Ha. Wenn der ein YouTuber, den ich da gucke, der versucht auch immer noch allein, selbst alleine versucht er immer noch die ganzen Ziele zu erschaffen. Ey. Die was? Die ganzen Ziele, Alter. Alles, ne? Also. Der macht nicht nur die Hauptmission. No, das ist ein Safe. Na, lass mal. Artillerie aktivieren, ja. Ja, ja, nee, nee. Muss nicht. Ich würde sagen, safe, was? Müssen wir jetzt ein Schloss knacken? Hm. Ja, irgendwie sind da keine Gegner. Der sagt halt nicht so laut, dann hören die nicht. Sollen wir die gerade irgendwie alles skillvoll aus dem Weg gehen? Hier links von uns sind welche. Aber da müssen wir sowieso jetzt hier mit denen catchen. Ja. Gott, das ist ein toter Stürmer. Okay. Ja, wie geht's? Von wo? Ja, wollte ich gerade sagen. Oh, nein. Keine Emotion. Ich glaube ja. Ah, Gott. Ah, hinter uns, hinter uns. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Man sagt mir nicht, hier sind Feuerstürme oder so. Das ist ein natürliches Phänomen. So. So, Terminal. Okay. Da muss irgendwas gemacht werden, wieder. Ja, ich bin dann dran. Also, das ist. Ich bin am Terminal. 3 von 11. Boah. Müssen noch mehr aufdrehen? Nee. Oh Gott. So, wow, der kommt voll zu ihr hingesprungen. Aua.
So, okay, jetzt ist hier eine Leiste. Der Tank ist jetzt halt voll damit, ey. Ja, ja, jetzt tut sich auch hier auf dem Ding. So. Treibstoffschlauch abnehmen. Muss er da was machen? Da gehen sie schon wieder. Es kommt noch eins. Oh, 7 von 11. Okay, ich wollte sagen, ja, das sieht ziemlich gut aus mit Mission erledigen. Jetzt nicht, wie jetzt hier noch viel schief gehen kann. Ja, ich frage mich, was noch schief gehen kann. Hm? Auf einmal kommt die Titanen, auf denen dessen Stürmer reiten. Ja. Die tun einfach Luftschläge aktivieren, und die Luftschläge sind einfach nur Stürmer, die vom Himmel regnen. Menschen werfen. So, abnehmen wieder. Ja, ging auch viel schneller als beim letzten Mal. Ja, ich hab's geschafft. Jetzt müssen wir nur nach Hause. Das ist aber ein langer Weg. Da werden wir nur 2-3 Proben. Okay, schwer, machbar. Ja, die Mission ja, ne? Ja. Ups. Ich hatte nur ein HP, der mir gefehlt hat. Okay. Na gut. Wenn hier niemand mehr kommt, dann gehen wir. Okay. Unsere erste schwere Operation abgeschlossen. Oh Gott. Kommen die denn auf einmal her? Ich habe so voll aus dem Nichts auf einmal angestürmt. Schon wieder ein Feuer anbrennen. Von wohin? Ja, macht Sinn, wenn hier überall Öl ist oder Treibstoff. Ne? Tun die Insekten Feuer decken. Bei der Evakuierung aufpassen, dass wir nicht wieder überrannt werden. Ne? Ah, ich will nicht hier überlaufen. Ich will, wo Boden ist. Na, überleben müssen wir eigentlich nicht direkt. Was ist das eigentlich? Das ist nichts zum kaputt machen oder so, ne? So verdächtig aus, nämlich wie so ein Nest oder irgendwas. Da sind zwei große Nester um uns herum hier in der Evakuierungszone. Oh. Schön zu wissen. Können wir auf den nächsten Schwierigkeitsgrad versuchen. Ich will eigentlich nur die seltenen Proben hier farben, ja, damit wir ja mal wieder vorankommen mit unseren Upgrades und so. Gut. Ich fand das bisher wird bei jetzt hier noch nicht wirklich schwieriger, ja? Nee, nicht wirklich. Aber weil für die Roboter, das war ein ziemlicher Unterschied, ja? Ja. Gott. Man fürchte fast, meinen die Roboter sind schwerer als... Boah, die Klappe. Fordere evakuiert. Ich weiß auch schon genau, was das kommt. Ihr würdet das nicht schwierig. Ich guck mir nur die Tatsachen an, Daniel, weißt du? Ich meine, selbst als wir bei den Robotern nur versucht haben, die Mission zu machen, haben wir übelst auf die Fresse gekriegt. Ah, wo kommen sie? Wenigstens könnt ihr nur eigentlich, die können eigentlich nur aus einer Richtung kommen, ey. Also die können nur hier raufkommen, meine ich, aus einer Richtung. Fuck. Da kommen sie. Hinter den Kreuzen an, da sind sie. Dann kommen auch welche. Wir benötigen ein Geschütz! Nordwestlich. Freiheit für immer! Ankunftszeit T-2 Minuten.
Na, oh, da ist ein. Komm alle von. Aua, von da. Oh, niemand mehr. Ah, hier unten sind noch welche. Kommt ja auch gerade nichts. Wo ich welche? Na, ist einer. Ein Einsamer war ja noch. Ja, ich glaube, das haben wir in der Tasche. Na gut. Jetzt kommen sie alle. Aua. Bin hier hochgesprungen, die Säcke. Ich habe mich noch gespritzt. Ich habe gehört. Yay. Schwer abgeschlossen. Jetzt geht's direkt höher. Darauf gönne ich mir doch mal einen Knoppers Nussriegel Dark. Der Riegel, der all meine Wünsche nach Nuss und Schokolade erfüllt. Holen Sie ihn sich heute noch. Ich bin nicht gesponsert von Knoppers übrigens. So, yeah, und voll viele Punkte auch noch. Oh. Ja. Ja. Vielleicht sogar beide, wenn ich genug habe. Okay. Präzision 39. Oh, neue Schwierigkeit, war extrem. Extrem. Willkommen an Bord, Herr Diver. Extrem Dinosaurs. Ne, ich komme nur einen Moment. Oh. Ich glaube, ich nehme den mit den beiden Kanonen. Wie wäre es, wenn du dir erst den anderen holst? Den hast du ja noch gar nicht ausprobiert. Stimmt. Nehmen wir den. 8000, ich kann mir den nächsten holen. Okay. So, und auf extrem kriegen wir die Alarmproben ausgezeichnet. Ja, das hat sicher geändert. Vorher war da der so
auf Stufe 7, ne? Mhm. Keine weiter. Auf lebensmüde, mehr Taktikziele. Massive Feinde, schwer gepanzerte Feinde, das ist genau das gleiche. Mehr Taktikziele. Ja, da gibt es mehr neben diese blauen Dinger da, mehr davon. Ja, aber wenn ja, wir die, wenn wir die ignorieren, die meiste Zeit. Ja. Gut gemacht, Herr Driver. Diese Operation wird die Rettung des Planeten einläuten. Na gut, mal gucken, wie der Tag belaufen wird.